Leute, es ist wieder soweit. Die Bild tut es schon wieder. Es werden wieder Lügen verbreitet und manipulative Texte verfasst. Dieses Mal hetzt die Bild allerdings gegen euch. Zumindest wenn ihr gegen Artikel 13 bzw. jetzt Artikel 17 seid. Also der größte Teil von euch, denke ich mal. Also am Rande, der treibende Konzern hinter Artikel 13 ist der Axel Springer Verlag. Und was ist eine der, wenn nicht sogar die größte Marke dieses Verlages? Richtig, die Bild. Dass das also mal wieder ein einseitiger, hetzerischer Beitrag wird, ist ja klar. Aber dieses Mal haben sie es wirklich zu weit getrieben. Wie beim letzten Video über die Bild, werde ich mich Stück für Stück vorarbeiten und entlarven, wie dieses Schundblatt gegen euch hetzt. Es fängt schon in der Überschrift an. Wegen Abstimmung zu Uploadfiltern im Europaparlament. Deutscher Abgeordneter bekam Morddrohungen. Oh Mann, es wird mal wieder diese Schiene gefahren. Morddrohungen sind uncool. Das weiß jeder. Das weiß ich, das wisst ihr, das weiß auch die Bild. Das ist auch der Grund, warum sie das direkt als Headline für den Artikel nehmen. Das wendet das Ganze für die, die sich mit dem Thema nicht befasst haben, direkt in ein negatives Licht. Morddrohungen sind halt immer etwas Schlimmes und die Bild benutzt sowas als Go-To-Tool, um ihren Lesern eine manipulative Botschaft zu hinterlassen. Die Bildleser sind, wie gesagt, meist ältere Personen, die von der ganzen Geschichte um Artikel 13 keine Ahnung haben. Nur durch die Headline wird noch impliziert, dass es nur wegen einer Abstimmung so weit gekommen ist. Dass Axel Voss die treibende Kraft dahinter ist und unsauber argumentiert, lügt, diffamiert, denunziert und noch tausende andere Dinge abzieht, wird nicht erwähnt. Es wird nur gesagt, Axel Voss hat Morddrohungen bekommen, wegen einer Abstimmung. Könnte auch missverstanden werden. Wenn man mal etwas darüber nachdenkt, könnte man die Überschrift sogar so auffassen, dass er nur Morddrohungen bekommen hat, weil er dafür war. Es ist ja eben nirgends die Rede davon, dass er der Initiator der Sache ist. Also könnten Leser potenziell denken, dass die Abgeordneten Morddrohungen bekommen, falls sie dafür sind. Zumindest zum derzeitigen Stand. Das rückt die Artikel 13 bzw. Artikel 17 Gegner direkt in ein gewaltbereites Licht. Das soll heißen, dass sie bereit sind, ihre Opposition zu bedrohen. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, warum ich Artikel 17 sage, der Artikel wurde vor den Demonstrationen ganz schnell umbenannt, damit man gegen den falschen Artikel demonstriert. Brauche ich euch dazu noch was sagen? Oder denkt ihr euch einfach euren Teil? Übrigens, ich bin gerade erst bei der Überschrift und habe allein dazu schon so viel zu sagen. Das kann ja noch lustig werden. Der Europaabgeordnete Axel Voss, 55 CDU, bekam eine Mord- und Bombendrohung, weil er zum Thema Uploadfilter arbeitet. In was für einem beschissenen Deutsch ist das bitte geschrieben? Löscht euch doch. Oh, falsches Format. Und wie darf ich mir das bitte mit Bombendrohung vorstellen? Bei großen öffentlichen, zugänglichen Plätzen, okay, aber bei einer Privatperson? Hört sich eher für mich so an, als hätte ein Troll einen dummen Text verfasst, um Axel ein wenig zu ärgern. Versteht mich nicht falsch, mit so einem Thema ist nicht zu spaßen. Das hat nichts mit sauberem Diskurs zu tun, aber trotzdem wird das hier so missbraucht. Jeder kann sich irgendeinen unnötigen Kommentar cherrypicken. Selbst ich bekomme Morddrohungen ohne Ende. Trotzdem ist es auf hohem Maße verwerflich, das als Flaggschiff-Argument gegen Artikel 13 Gegner zu nehmen. Was macht das für einen Sinn, das so aus dem Kontext zu ziehen? Ach ja, die Bild will ausdrücken, dass Artikel 13 bzw. Artikel 17 Gegner gewaltbereite Arschlöcher sind. Die Frage ist jetzt, warum sind die Demos meines Wissens nach komplett gewaltfrei verlaufen? Warum gab es da keine Gegendemonstrationen, wie es bei vielen politischen Demos der Fall ist? Richtig, weil keine Sau für diesen Artikel ist, außer große Konzerne und Personen, die unmittelbar davon profitieren. Die sind meistens auch dazu bereit, das mit komplett unorthodoxen Mitteln durchzudrücken. Siehe den Axel Springer Verlag mit diesem Bildartikel. Ich nenne den Artikel ab jetzt einfach nur noch Artikel Drecksgeschwätz oder so. Also, wie viele hinterhältige Versuche gab es, den Artikel durchzubekommen, auf möglichst undemokratischer Ebene? Der Name wurde geändert, es wurde versucht, die ganze Geschichte vorzuverlegen, damit niemand dagegen demonstrieren kann, was übrigens rechtlich eigentlich nicht ganz so fein ist. Ich meine, wir haben ein Recht, gegen etwas zu demonstrieren und diese Dreckspolitiker versuchen uns die Möglichkeit zu nehmen, etwas dagegen zu machen. Das Wort Uploadfilter wurde aus dem Text genommen, damit Axel Voss sagen kann, das steht da so gar nicht drin, um den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen, obwohl es gar nicht anders möglich ist. Und dazu kamen noch einige weitere verwerfliche Dinge. Warum wird das alles gemacht? Weil alle dafür sind oder weil alle dagegen sind? Nennt man so etwas Demokratie, wenn fast jeder dagegen ist und die Politiker es dann auf möglichst hinterhältige Art und Weise trotzdem durchbekommen wollen? Ist es Demokratie, wenn die Opposition, also wir, mit falschen Methoden als die Bösen dargestellt werden? Ist es Demokratie, wenn wir alle versuchen, so etwas zu verhindern, der größte Teil auf einer sachlichen Diskursebene, und das mit unsauberen Methoden seitens Politikern diffamiert wird?
Diese Frage lasse ich offen im Raum stehen. Beantwortet sie für euch selber. Trotzdem wird nicht ein negativer Aspekt erwähnt, den Artikel Drecksgeschwätz mit sich zieht. Es wurde ja zu Genüge behauptet, dass Artikel Drecksgelaber Gegner unsauber argumentieren und nur aus Eigeninteresse handeln. Kann man super auf dieses Beispiel anwenden, nur dass es dieses Mal auch perfekt zutrifft. Die Bild gehört wie gesagt dem Axel Springer Verlag, dem Konzern, der alles ins Rollen gebracht hat und am meisten davon profitieren wird. Ist sowas eine neutrale und nicht voreingenommene Berichterstattung? Am kommenden Dienstag wird das EU-Parlament über eine Anpassung des Urheberrechts ans digitale Zeitalter abstimmen. Was trocken klingt, erhitzt seit Wochen die Gemüter. So schlimm, dass es eine Morddrohung gegen einen deutschen Abgeordneten des Europaparlaments gibt. Was trocken klingt, okay. Hier wird versucht, die ganze Thematik runterzuspielen, nach dem Motto: Wir verstehen gar nicht, warum sich Leute über so etwas Trockenes aufregen. Erinnert mich daran, dass Politiker sich beschweren, dass sich die Jugend nicht für Politik interessiert. Aber wenn sie sich mal dafür interessieren, ist es auf einmal alles nur abgekatert und böse. Und die haben ja alle keine Ahnung. Die drehen sich alles, wie es gerade für sie passt. Das ist so traurig. Am Ende dieses Abschnittes wird gesagt, dass sich das so schlimm erhitzt hat, dass es sogar Morddrohungen gegen einen Abgeordneten gegeben hat. Wieder wird die ganze Sache runtergespielt und die Artikel Drecksgeschwätz-Gegner erneut als gewaltbereiter Mob dargestellt. Dass Leute sauer werden, wenn sie belogen, diffamiert und verarscht werden, ist verständlich. Vor allem, wenn das auf unrechten und unsachlichen Ebenen passiert. Der Fakt, dass wir angeblich in einer Demokratie leben und nichts davon merken, ist auch noch so ein Punkt, der extrem viele sauer macht. Aber ich denke, die größte Wut kommt daher, dass Axel Voss und Co. einfach keine Ahnung haben, was sie anrichten. Sie lassen sich halt wirklich nicht von guten und logischen Argumenten überzeugen. Es funktioniert nicht. Man hat doch spätestens erkannt, dass Axel Voss keine Ahnung von der Sache hat, als er bei dem Interview mit diesem Puls-Reporter gesagt hat, dass er selber nicht wisse, wie man diese Upload-Filter regulieren soll. Experten sagen, dass es keine Alternative zu knallharten Upload-Filtern gibt. Voss sagt: Ja, die Experten haben hier noch 2 Jahre Zeit, so etwas zu entwickeln. Also fassen wir mal zusammen, Voss will etwas und gibt selber zu, dass dadurch die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden kann. Behauptet aber, dass Experten sich da innerhalb von 2 Jahren etwas ausdenken werden. Experten sagen: Nö, geht nicht ohne. Voss will hier also jemanden beauftragen, über 2 Jahre seine versalzene Suppe auszulöffeln, ihre Zeit damit zu verschwenden, obwohl die gesagt haben, dass es nicht geht. Der Typ macht andere für seine Fehler verantwortlich. Das ist auf höchstem Maße ekelhaft. Der Europaabgeordnete Axel Voss, CDU, hatte den vorliegenden Reformkompromiss für das Parlament federführend mit den EU-Staaten ausgehandelt und ist eine treibende Kraft für die Reform. Jetzt wurde es endlich mal erwähnt. Aber es wurde auch wieder knallhart gelogen. Was für ein verdammter Kompromiss. Damit soll Axel Voss ins positive Licht gerückt werden, was die Demonstranten wiederum schlechter dastehen lassen soll. Aussage ist, dass Axel Voss sich ja für einen Kompromiss eingesetzt hat. Die Leute, die keine Ahnung davon haben, denken jetzt: Okay, cool. Er hat sogar versucht, der Gegenseite entgegenzukommen. Ein Kompromiss machen heißt ja, dass falls man sich nicht einig wird, etwas unternimmt, was auch für die Gegenseite vertretbar ist. Der angebliche Kompromiss war ja das, mit dem man darf nicht länger als 3 Jahre existieren, darf nicht 10 Millionen Nutzer haben und darf nicht so und so viel verdienen. Das ist auf jeden Fall kein Kompromiss. Es ändert überhaupt nichts. Es ist genauso schlimm wie vorher. Alles, was älter als 3 Jahre ist oder gegen eine der beiden anderen Aspekte verstößt, wird zerstört. Und das hat nichts mit einem Kompromiss zu tun. Es sind sogar noch Dinge abgelaufen, die es alles noch schlimmer gemacht haben als vorher. Also das Gegenteil von einem Kompromiss. Es wurde knallhart in eine noch schlimmere Richtung gerudert. Auch wenn die Politiker oder hier die parteiische Bild den Ahnungslosen etwas anderes vermitteln wollen. Voss zu Bild: Ich habe Morddrohungen, Bombendrohungen und schlimmste Beleidigungen erhalten. Es gibt nichts, was man sich nicht vorstellen kann. Es geht permanent auf meine Person und meine Glaubwürdigkeit. Das ist extrem. Und hier drängt die Bild Axel in die Opferrolle. Der arme Axel hat doch sogar noch versucht, den Gegnern entgegenzukommen. Und jetzt bekommt er Morddrohungen und unvorstellbar schlimme Beleidigungen. Oh nein. Und es geht gegen seine Glaubwürdigkeit. Welche Glaubwürdigkeit? Die hast du durch deine Lügen und Diffamierungskampagnen selber verspielt, du erbärmlicher Schmock. Meine Fresse. Das Landeskriminalamt aus Nordrhein-Westfalen, Axel Voss lebt in Bonn, ermittelt. Bisher ist bekannt, dass die Bomben- und Morddrohung in Form einer Mail in den finnischen sozialen Medien auftauchte. Sonst postet die Bild doch immer Fotos von den heftigen Dingen, um die es sich dreht. Warum nicht dieses Mal? Mir schießen da 2 Gedanken in den Kopf. Existieren solche Drohungen gar nicht? Oder sind das einfach nur gesherrypickte Lappalien, die von irgendwelchen Idioten auf Twitter gepostet wurden, um sich über Axel lustig zu machen? Vielleicht sind die ja so belanglos und trolllastig, dass sich die Bild damit selber ins Knie schießen würde, wenn man diese hier zeigt. Wer weiß, das ist reine Spekulation von mir. Warum ist der Hass so groß? Die Frage könnt ihr euch, denke ich, selbst beantworten.
auch anhand der vorherig genannten Dinge. Auch in Deutschland gab es zuletzt heftigen Widerstand gegen die geplante Reform. Für das Wochenende sind in etlichen europäischen Staaten Demonstrationen angekündigt. Doch warum ist der Hass so groß und worum geht es überhaupt? Durch diesen Absatz kann man anhand der Rhetorik recht einfach erkennen, dass die Bild davon ausgeht, dass ihre Leser gar nicht wissen, worum es geht. Bestärkt dann mein Argument, dass die Bild bei Lesern, die keine Ahnung davon haben, gegen uns hetzen will. Auch dass mehrmals in den Überschriften von Hass gesprochen wird, zieht das Ganze in ein anderes Licht und suggeriert, dass niemand sachlich argumentiert. Was aber klar der Fall ist, der größte Teil der unsauberen Aktionen kommt von den Befürwortern von Artikel 17. Verdammt nochmal, von den Befürwortern. Die Gegner haben auch viel Mist gemacht, aber es geht überhaupt nicht klar, solche Aktionen repräsentativ für die Opposition zu nehmen. Wenn vielleicht 0,005, was schon gütig geschätzt ist, so einen Mist machen, ist das nicht vermeidbar. In großen Massen passiert so etwas, das ist gesunder Menschenverstand. Wenn die Befürworter allerdings prozentual gesehen im hohen 90er-Bereich Scheiße bauen, sieht das wieder anders aus. Ist halt der Fall. Nennt mir mal einen Politiker, der logisch und gut für Artikel Dreck argumentiert hat. Nennt mir nur einen. Mit dem Gesetzesvorschlag zum Urheberrecht sollen die Regeln an die Digitalwirtschaft angepasst werden. Eine zentrale Frage lautet, wie kann man verhindern, dass urheberrechtlich geschützte Werke im Internet hochgeladen werden? Hier ist wieder nur der gute Aspekt erwähnt worden, dass Urheber ja geschützt werden sollen. Ist eine tolle Sache. Es gab ja auf Twitter den Hashtag Ja zum Urheberrecht etc. seitens Befürwortern. Allerdings wurde nach kurzer Zeit mehr von den Artikel 17 Gegnern unter dem Hashtag gepostet, was halt wirklich verdeutlicht, dass alle für das Urheberrecht sind. Aber diese Richtlinien halt auch Werke beeinflusst, die eben nicht gegen das Urheberrecht verstoßen. Da dieser Upload-Filter eben nicht perfekt funktionieren kann, also wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt, was Voss, wie gesagt, selber zugegeben hat. Davon wird aber auch wieder nichts erzählt. Es heißt nur, dass es dem Urheberrecht hilft und erneut denken nichtsahnende Leser, dass alle dagegen sind, obwohl es nicht der Fall ist. Mit den neuen Regeln sollen kommerzielle Plattformen wie YouTube bei der Einhaltung des Urheberrechts stärker zur Verantwortung gezogen und haftbar gemacht werden. Sie müssen dann entweder entsprechende Lizenzen erwerben oder strikt dafür sorgen, dass niemand geschützte Inhalte hochlädt. YouTube kann nicht für alles existierende Lizenzen erwerben. Das ist faktisch nicht möglich. Strikter dafür sorgen, dass niemand geschützte Inhalte hochlädt, bedeutet Uploadfilter. Auch hier wurde das Wort wieder geschickt umgangen. Was die anrichten und dass die nicht nur die großen Plattformen betreffen, wissen wir alle mittlerweile. Dann könnte man zum Beispiel nirgends richtige Kommentare schreiben. Da könnte ja ein Zitat von jemandem stehen, das urheberrechtlich geschützt ist. Filtert mal alle Kommentare auf YouTube und sucht nach irgendwelchen Sachen, die geschützt sind. Welcher Filter soll so etwas hinbekommen? Der nächste Absatz ist wohl eins der Highlights dieses Beitrages. Künstler und Autoren, die zurzeit oft gar nicht für ihre auf Plattformen veröffentlichte Werke vergütet werden, könnten so auch von der Vermarktung im Internet profitieren. Zudem soll mit einem Leistungsschutzrecht geregelt werden, wie Verlage finanziell beteiligt werden, wenn ihre Inhalte auf Webseiten wie Google News präsentiert werden. Das ist sowas von verdreht und gelogen. Das hat Rezo auch schon recht gut auseinandergenommen. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Hier wird behauptet, dass Künstler zum Beispiel auf YouTube kein Geld für ihre Videos erhalten, was einfach gelogen ist. Habt ihr schon mal die hübschen gelben Balken auf der Videobar gesehen? Das ist unsere Vergütung. Man kann die Videos monetarisieren und erhält dafür Geld von Google. Dass die Plattform mit profitiert, ist klar. Wie soll man sonst so ein Riesending finanzieren? Dass YouTube trotzdem eine lange Zeit nur rote Zahlen gesehen hat, wurde gekonnt überspielt. Hier wird es so dargestellt, als würde besagtes Videoportal die Künstler abziehen und ihnen nichts zurückgeben. Was eigentlich der Wahrheit entspricht, Artikel 13 nimmt den Künstlern die Möglichkeit, etwas damit zu verdienen, weil sie verdammt nochmal nichts richtig hochladen können. Wie kann man denn bitte so ekelhaft Dinge verdrehen und Unwahrheiten verbreiten? Die Überschrift war ja, warum ist der Hass so groß? Die Frage wurde allerdings nicht beantwortet. Es wurden nur positive Aspekte des Artikels aufgezeigt, die zwar gelogen sind, aber dem ahnungslosen Leser trotzdem vermitteln, dass es nur positive Punkte gibt und trotzdem Hass entsteht. Das nennt man Poisoning the Well. Der Streit um die Upload-Filter. In Artikel 13 des Entwurfes heißt es ja, ist es nicht ein bisschen verdreht? Im Entwurf von Artikel würde sich besser anhören. Aber da die Bild ja sowieso die ganze Zeit alles verdreht, passt das ja auch ganz gut. Plattformen müssen das Bestmögliche tun, um geschützte Werke wie Musiktitel ausfindig zu machen, bevor sie auf der Plattform veröffentlicht würden. Das ist auch der Fall. Viele Sachen werden geclaimed oder gesperrt. Jetzt schon teilweise zu schnell und zu Unrecht. Was soll das denn erst werden, wenn es diese Upload-Filter gibt? Dies ist nach Ansicht der Experten technisch nur durch sogenannte Upload-Filter möglich. Kritiker befürchten eine Überregulierung und eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Nicht nur Kritiker befürchten das, Experten wissen ganz klar, dass dadurch die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Anders sei es nicht möglich, weil diese Filter nicht perfekt funktionieren können. Woher will der Filter zum Beispiel wissen, ob man sich gerade auf das Zitatrecht bezieht? Es funktioniert nicht.
Zum Beispiel Julia Reda, Piraten. Sie sagt, es ist völlig klar, dass eine Umsetzung von Artikel 13 ohne Upload-Filter nicht möglich ist. Es werde immer Rechtsinhaber geben, die keine Lizenzen erteilen. Außerdem werde bei dem aktuellen Entwurf außer Acht gelassen, dass wir heute alle Urheber und Urheberinnen sind, weil Menschen die Rechte an den Fotos und Videos von ihrem Smartphone hätten. Es sei unmöglich, mit all diesen Menschen Lizenzvereinbarungen abzuschließen, auch nicht über Verwertungsgesellschaften. Das erste, was in diesem Artikel richtig ist, und das auch nur, weil es ein Zitat von Julia Reda ist, die sich im Moment mit am meisten dafür einsetzt, diesen Wahnsinn zu stoppen. Hier wird sie wieder schön diskreditiert und als böse Kritikerin, die ja gar keine Ahnung hat, dargestellt. Gut gemacht, Bild. Das Einzige, was in eurem Artikel richtig ist, kommt von der Kritikerin, die ihr hier versucht bloßzustellen. Hat leider nicht funktioniert. Ich höre jetzt auf, mit dieser Stimme zu sprechen, das ist verdammt anstrengend. Die Abgeordnete des Europaparlaments der Grünen, Helga Trüpel, hält dagegen. Sie schreibt in ihrem Manifest für ein offenes und faires Netz, das etliche Abgeordnete unterstützen, Google und Facebook benutzen bereits Filteralgorithmen. Sie filtern nicht nur illegale Inhalte, sondern auch völlig legale, willkürlich und ohne eine demokratische Regierung. Mit der Richtlinie werden Filter reguliert. Das ist an den Haaren herbeigezogener Bullshit. Von vorne bis hinten. Kackendreist gelogen. Ja, Google und Facebook haben bereits Filteralgorithmen, die willkürlich legale Inhalte rausfischen. Hier wird Artikel Müllgelaber wieder als gut dargestellt, weil die Richtlinie diese Filter regulieren soll. Ich denke, jeder von euch merkt, wie falsch das eigentlich ist. Die Bild behauptet hier nämlich, dass Artikel 13/17 diese Filter verweichlicht und dafür sorgt, dass nichts mehr zu Unrecht entfernt wird. Jeder von euch weiß allerdings, dass das nicht stimmt und nicht ansatzweise das ist, was diese verkorkste Richtlinie macht. Ganz im Gegenteil. Durch sie wird so etwas mehr passieren als je zuvor, falls es überhaupt noch möglich sein sollte, etwas hochzuladen, weil vorher schon alles rausgefischt wird. Und weiter. Plattformen sollen Kreative, dessen Inhalte sie bisher ohne Vergütung nutzen, fair und angemessen bezahlen. Das ist bereits der Fall. Welcher YouTuber verdient denn bitte gar nichts? Ein PewDiePie verdient mehrere Millionen durch YouTube im Monat. So viele YouTuber leben davon, also wenn diese nicht vergütet werden würden, wäre es ja wohl kaum möglich, oder? Es ist so leicht, diesen Blödsinn zu entkräften. Jeder verdient durch seine Inhalte, falls er das will. Axel Voss stellt klar, es wird ganz klar Ausnahmen für zum Beispiel kleine und junge Plattformen geben. Das habe ich auch schon kritisiert. Der vermeintliche Kompromiss, der aber gar nichts anders macht, als Plattformen klein zu halten und zu vernichten, falls diese zu groß werden und ihnen gefährlich werden könnten. Und das, was der User unter Remixes, Memes und GIFs kreiert, das darf auch weiterhin hochgeladen werden. Ihr habt durch das Interview mit Herrn Newstam ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Axel Voss nicht weiß, was Memes sind. Und das spiegelt sich hier erneut wieder. Ein Meme wurde immer von jemandem kreiert und der ist somit der Urheber. Also werden diese Filter das als Urheberrechtsverletzung erkennen? Vor allem, wenn eine Person gememt wird, die sowieso im öffentlichen Raum steht. Remixes und GIFs haben da eigentlich recht wenig mit zu tun. Was Axel und die Bild hier bezwecken wollen? Den Kritikern, die sich ziemlich oft auf Memes beziehen, den Wind aus den Segeln nehmen, weil das Argument ja scheinbar damit entkräftet wurde. Nur halt ohne Gegenargument, ohne Belege oder ohne Beweise. Also wurde im Prinzip gar nichts gemacht, außer eine wirre These in den Raum zu werfen, die bewiesenermaßen falsch ist. Unter dem Hashtag AxelSurft machen sich aktuell im Internet viele über den Europaabgeordneten lustig, weil er in einem Interview mit der Seite Weiß sagte, es gäbe eine Meme-Rubrik bei Google. Doch diese gibt es nicht. Zu Recht machen sich diese über ihn lustig, weil er sich als großer Experte gibt, aber halt einfach keine verdammte Ahnung hat. Zu Recht, mehr als zu Recht, so etwas muss gepunished werden. Man kann den Typen nicht einfach weiter verbreiten lassen, was er will. Das dient ja wieder nur dazu, Google schlecht dastehen zu lassen, weil sie ja in Verbindung mit Memes stehen. Tun sie aber nicht. Ihr müsst mal drüber nachdenken, was da so alles gesagt wird. Da steckt so viel hinter. Die Bild möchte hier klar den Eindruck vermitteln, dass sich wegen einer Lappalie über Voss lustig gemacht wird. Also wollen sie wieder Kritiker diffamieren. Dass der Kernpunkt ist, dass der sich am meisten für den Artikel einsetzt, einfach nur Bullshit labert und keine Ahnung davon hat, wird weggelassen. Wie auch zu erwarten bei einem einseitigen manipulativen Bildbeitrag. Und jetzt kommt der widerlichste Teil des Bildartikels. Hier werde ich einige Lügen und Widersprüche offenlegen. Es könnte lustig werden. Werden Demonstranten bezahlt? Ihr ahnt wahrscheinlich schon, in was für eine Richtung das jetzt gehen wird, oder? Macht eure Hände bereit zum gegen den Kopf schlagen. Welche Rolle spielen die Internetkonzerne bei dem aufgeheizten Protest? Sie beauftragen nicht selten Lobbyfirmen oder NGOs.
Das heißt Non-Governmental Organization, also Nichtregierungsorganisationen, die mit allerhand Aktionen für deren Anliegen trommeln. Diese Firmen haben andere Namen und werden deshalb in der öffentlichen Wahrnehmung meist nicht direkt mit ihren Auftraggebungen in Verbindung gebracht. Was ist das eigentlich für eine verdammte Verschwörungstheorie? Das ist so ein gequälter Scheißdreck. Ich komme nicht drauf klar, wie man so viel Blödsinn reden kann. Der Aluhut glüht wirklich bald durch. Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, wirft Internetkonzernen in den USA sogar unlautere Mittel vor. Das heißt werberechtlich nicht ganz okay, mit denen sie die Reform zu torpedieren versuchten. Und sich so die Zahlungen von Lizenzgebühren zu sparen. Das ist so eine Müllaussage, absolut sinnfrei vom Anfang bis zum Ende. Warum sollten sich USA-Konzerne einmischen, die sowieso nicht von den EU-Richtlinien betroffen sind, um Lizenzzahlungen zu umgehen, die gar nicht möglich wären? Es ist nicht möglich, diese zu erwerben. Alle sind Urheber, auch Privatpersonen, und nicht jeder Mensch, der mal ein Foto mit seinem Handy gemacht hat, wird einen Lizenzdeal abschließen können. Wie kann man denn bitte so verdammt wenig Ahnung haben und so eine Scheiße behaupten? Caspari zu Bild. Der Kampf gegen eine faire Bezahlung von Musikern, Journalisten, Fotografen und anderen Kreativen wird mit allen Mitteln geführt. Nein, der Kampf wird gegen Kreative geführt, da sie bald keine Möglichkeit mehr haben, ihre Dinge zu veröffentlichen, falls sie auf YouTube angewiesen sind. Eben weil alles irgendwo gegen urheberrechtliche Sachen verstoßen könnte und weggefiltert wird, Punkt. Aber dass dieser Kampf mit allen Mitteln geführt wird, ist richtig. Ihr seht ja, auf was für einer hinterfotzigen Ebene das stattfindet. Kasparis Verdacht. Nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Was ist das? Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Das war's dann wieder komplett. Oh, das hat doch schon mal wer gesagt. Wird dieses Video jetzt runtergenommen, weil ich gegen das Urheberrecht verstoßen habe? Ich bin halt wirklich gerade an den Grenzen. Was soll das? Bis zu 450 Euro werden von einer sogenannten NGO für die Demo-Teilnahme geboten. Ich war demonstrieren. Wo sind meine verdammten 450 Euro? Ich denke, ihr denkt gerade dasselbe. Jetzt bleiben wir mal realistisch. Ich zähle euch ein paar Dinge auf und wäge dann ab, was wahrscheinlicher ist. Erstmal, wo kommt überhaupt dieser random Betrag von 450 Euro her und wieso wird das so formuliert, als wäre es ein Fakt? Wieso soll das bei hunderttausenden Demonstranten funktionieren? Sind alle privat angeschrieben worden, ohne dass da irgendwas öffentlich geht? Ich denke mal nicht, dass da jeder die Klappe halten würde. Falls einer von euch, der demonstrieren war, 450 Euro bekommen hat, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, dann will ich aber auch Beweise dafür sehen. Wie soll das mit der Auszahlung funktionieren? Wie soll überprüft werden, ob jemand wirklich auf der Demo war? Oder war es so, dass es dazu einen öffentlichen Aufruf gab? Da frage ich mich allerdings, wieso dazu nichts bekannt ist und das nicht als Beleg hergezogen wird. Warum weiß da keiner drüber Bescheid? Es soll ja suggerieren, dass die eigentlichen Gegner von Artikel 17 gar nichts dagegen haben, sondern nur Interesse an dem Geld haben. Dann steht das aber ziemlich im Widerspruch zum Anfang des Bildartikels, in dem von Wut und Hass die Rede ist. Wieso sollten sich Leute auf Twitter und auf weiteren Plattformen dagegen aussprechen? Wieso bekommt Axel Voss solche Drohungen? Wurde etwa jeder, der so einen Tweet verfasst hat, dafür bezahlt? Oder macht man das einfach, weil man hinter so einem Standpunkt steht und Artikel 31er mit allen Möglichkeiten verhindern will, damit dieser Wahnsinn und diese Zensurmaschinerie das Internet nicht zerstört? Mir ist übrigens aufgefallen, dass oft das Wort NGO verwendet wird, obwohl wahrscheinlich niemand weiß, was das heißt. Meine Vermutung, warum das gemacht wird: NGO ist ein Wort, das die meisten nicht kennen, was in so einem Kontext böse wirkt, da sie ja quasi als Lobby-Antagonisten dargestellt werden. Sonst würde das Wort ja mal erklärt werden, aber ach Moment, es heißt ja einfach nur, dass diese Organisation nichts mit der Regierung zu tun haben. Also wirkt das ja auf einmal ziemlich harmlos. Ja, hoppala. Das Geld scheint zumindest teilweise von großen amerikanischen Internetkonzernen zu stammen. Wenn amerikanische Konzerne mit massivem Einsatz von Desinformationen und gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie bedroht. Ich weiß ja nicht, ob man das Wort Desinformation benutzen sollte, wenn man im selben Satz selber Desinformationen verbreitet. Das Einzige, was unsere nicht vorhandene Demokratie bedroht, ist dieses Gesetz, was legitim versucht wird, verhindert zu werden, weil es eben unsere Meinungsfreiheit zerstört. Die Demokratie ist gefährdet, wenn Oppositionen diffamiert, denunziert und diskreditiert werden. Uns wird die Desinformation unterstellt. Ich kann es einfach nicht mehr fassen. Ganz vergessen wird, dass es eben schon genug logische Argumente gegen Artikel 17 gab, die komplett ignoriert werden. Hauptsache, man kann gegen uns hetzen. Ihr, die Artikel 13 befürwortet, bedroht unsere Demokratie. Wir leben de facto nicht in einer Demokratie, sonst würde unsere politische Gegner auch nicht versuchen, uns auf so einer falschen Art und Weise durch den Dreck zu ziehen. Das, was wir wollen, ist denen scheißegal. Sind wir mal ehrlich.
Was ist wahrscheinlicher? Dass Google und andere Konzerne jeden Demonstranten 450 Euro in die Hand drückt oder dass Lobbyismus betrieben wurde und ein paar wenige Politiker, die sich dafür positionieren, extrem hohe Summen bekommen, damit sie Artikel 17 auf jede erdenkliche Art und Weise verteidigen, egal wie falsch und toxisch es ist. Lobbyismus ist ein Problem, was schon länger vorhanden ist. Warum sollte das nicht auch hier passieren? Wir leben im Kapitalismus. Es ist keine Seltenheit, dass reiche und mächtige Unternehmen Einfluss auf politische Unterfangen nehmen. Das ist kein Geheimnis. Aber leider kann ich das nicht beweisen. Deswegen ist das auch hier nur eine Vermutung von mir, dass es so abläuft. Ihr müsst entscheiden, was naheliegender ist. Für euch. Dass wir nur etwas gegen den Artikel haben, weil wir mit Geld geschmiert wurden und nicht, weil das Internet zerstört wird oder dass ein paar Politiker Gelder bekommen von Konzernen, die dadurch profitieren. Na, ich weiß ja nicht. Wie gesagt, ich betreibe hier keine Doppelmoral. Ich stelle das nur als These in den Raum. Es muss absolut nicht stimmen. Ich erwähne extra nochmal, dass es auch falsch sein kann. Das war lediglich etwas, was mir durch den Kopf geschossen ist. Ich mache das nicht wie dieser Politiker-Depp und stelle das als Fakt hin. Alleine dadurch, dass er eine konkrete Summe genannt hat, soll es dem Leser sagen, dass er Ahnung hat von dem, was da vor sich geht. Das ist auch wieder im nächsten Absatz der Fall. Es wird wieder eine willkürliche Geldsumme genannt, damit man der Geschichte mehr Glauben schenkt. Weil wenn eine punktgenaue Summe genannt wird, muss man ja irgendwelche Indizien dafür haben. Woher soll die Zahl sonst kommen? Könnte man sich denken, bis man dieses ganze Schmierentheater durchschaut, was nicht sonderlich schwer ist, um ehrlich zu sein. Ist halt wirklich simple Logik. Wie das Magazin Netzpiloten berichtet, soll Google etwa die freie Enzyklopädie Wikipedia mit Zahlungen in Höhe von bislang 7,5 Millionen Dollar unterstützt haben. Könnte man auch wieder falsch verstehen. Eigentlich sind damit nur die Spenden gemeint, die sie mal erhalten haben von Google, die nichts mit Artikel 17 zu tun haben. Hier wird es aber in so einem Kontext dargestellt, als wären es Spenden dafür, dass sie sich gegen Artikel 17 positionieren. Wikipedia hatte sich am 21. März in Deutschland öffentlichkeitswirksam abgestellt, um gegen die Reform zu protestieren. Kurios, Wikipedia ist selber von der Reform gar nicht betroffen und darf weiter Inhalte hochladen. Wie gesagt, Wikipedia hat mal Spenden von Google erhalten, aber nicht für diese Demonstration. Und das wird hier so dargestellt, als wenn es so wäre. Ist halt einfach gelogen. Absolute Irrenaktion von Wikipedia. Laut der Aussage ist es natürlich unmöglich, dass Wikimedia Foundation, die für Wikipedia verantwortlich sind, klar dagegen stehen. Auch wenn sie von den Upload-Filtern nicht betroffen sind. Es müssen natürlich Gelder geflossen sein. 7,5 Millionen. Nein, falsch. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, auch Wikipedia hat einen Beitrag über die Demonstration gegen Artikel 17. Sind sie dafür auch bezahlt worden? Mal so am Rande. Wikimedia hatte 2016 ein Budget von 81,9 Millionen US-Dollar. Die Axel Springer SE hatte 2015 bereits einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Würde es denen wehtun, ein paar Einzelpersonen ein paar Millionen zu zahlen, um ihre Interessen durchzudrücken? Wie wahrscheinlich das ist, lasse ich wie gesagt euch selber überlassen. Nur ist es nicht sonderlich schlau, mit solchen Vorwürfen um sich zu werfen, wenn selber Lobbyismus im Raum steht. Und das nicht nur von meiner Seite aus. Auch für Axel Voss ist klar, ich gehe davon aus, dass große Tech-Firmen wie Google, YouTube und Facebook alles versuchen, um nicht in die Verantwortung genommen zu werden. Also wenn es schon heißt, für Axel Voss ist klar, ist eben nichts klar. So viel Blödsinn, wie der in letzter Zeit von sich gegeben hat, also das wundert halt wirklich niemanden, dass seine Glaubwürdigkeit da etwas schleifen gegangen ist. Diese Unternehmen haben natürlich einen direkten Zugang auf beispielsweise bekannte YouTuber. Ja, natürlich hat YouTube Zugang auf YouTuber. Also bitte, sie emotionalisieren die Themen stark, indem sie den YouTubern und Bloggern erzählen, dass ihr Kanal oder Blog betroffen ist. Das hat YouTube mir zum Beispiel nicht erzählt und auch keinem anderen YouTuber. Das weiß man, wenn man seinen Verstand einschaltet. Klar, Rapefox und Konsorten haben ein absolut beschissenes Video darüber gemacht, der nur auf Clickbait ausgelegt ist. Das repräsentiert aber nicht alle YouTuber, die dabei sachlich gewesen sind, frei von emotionalen Überreaktionen, wie zum Beispiel Rezo. Der hat exakt dieses Thema auch angesprochen. Es ist ein Fakt, dass YouTuber und Blogger davon betroffen sind. Das weiß Axel, das wisst ihr, das weiß ich. Deswegen regen wir uns ja auch eben drüber auf. Hier wird mal wieder die Verschwörungstheorie-Keule geschwungen, bis auch der letzte Aluhut abgekloppt wurde. Und die geben dann an ihr Publikum weiter. Oje, es wird uns bald nicht mehr geben. Aber das ist alles völlig übertrieben. Wieder mal Negativbeispiele als Konsens dargestellt. Bullshit. Aber ja, wir übertreiben, es ist klar. Aber die Plattformen nutzen so ihren direkten Zugang zur Öffentlichkeit, um für ihre Interessen Kampagnen zu betreiben. Und was macht ihr gerade? Was macht der Axel Springer Verlag, dem die Bild gehört? Ihr tretet eure Interessen auf einer ganz anders moralisch unvertretbaren Ebene durch. Ihr startet überall Hetzkampagnen und versucht alle, die dagegen sind, als die Bösen darzustellen. Ihr betreibt ekelhafte Kampagnen und versucht sachliche und ruhige Gegenargumente
als parteiische Hetze abzustempeln. Das ist doch einfach nur Realsatire, kannst du ja nicht mehr ausmalen. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger BDZV, in dem auch die Axel Springer SE unter anderem Bild Mitglied ist, unterstützt die Richtlinie. Ja, ach, wer hätte das nur erwartet? Kann sich niemand anhand dieses einseitigen Beitrags denken? Nee, glaube ich nicht. Aber danke, dass ihr das nochmal zum Schluss schreibt. Ihr bestärkt damit ja alles, was ich vorher gesagt habe. Es ist doch einfach Realsatire, sich in einem Absatz vorher über Interessenvertretung zu beschweren und dann selber zuzugeben, dass man das Gleiche macht. Um es kurz zu machen, was ich eigentlich nicht kann, die Bild fasst alle Lügen und Unwahrheiten über Artikel 17 Gegner nochmal zusammen und stellt diese als Wahrheit dar. Löscht euch Bild.